Ja, ein kleines Lied zu einer großen Frage soll den Anfang von meinem kleinen Programm bilden, nämlich zu der Frage, wie entstehen Kriege? Im Wohnzimmer saßen wir zusammen und sahen das heute schon nah. Sarajevo stand in Flammen, wer weiß zum wievielten Mal. Unser Sohn hatte sich's bequem gemacht und Gummibärchen genascht. Dann hat er uns zur guten Nacht noch mit einer Frage überrascht. Papa, wie entstehen Kriege? Sag, wie kommt es denn dazu? Auch wenn ich noch auf Traumwölkchen fliege, die Frage lässt mich nicht in Ruhe. Ich antworte geprompt, ich bin zwar ganz schön schlau, aber wie es zu Kriegen kommt, weiß ich auch nicht so genau. Wahrscheinlich fängt immer einer zu schießen an und tritt eine Hasslawine los, die man nur schwer stoppen kann. Am nächsten Tag kam mein Vater von seiner Dienstreise zurück. Viel berichtet hat er vom somalischen Bürgerkrieg. Er sah so manche Leiche, hat sie nicht mehr gezählt. Da habe ich ihm die gleiche bohrende Frage gestellt. Vater, wie entstehen Kriege? Sag, wie kommt es denn dazu? Weil ich nicht mehr auf Traumwölkchen fliege, lässt mich